Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben auf Germania. Und zwar bei Alastotun. Yay. Ich glaube, der ein oder andere freut sich, der ein oder andere nicht. Aber wie gesagt, wir ziehen das Ding volle Kanne durch. Ich habe Bock drauf und deswegen geht es natürlich auch weiter. Ich mache ja auch das, was mir am meisten Spaß macht. Und das sind halt derzeit Alastotun, auch wenn sie nicht gönnen. Egal, machen wir weiter. Gucken wir nach 4 DSS Angriffsspeed, 1 Metinsteine. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Nochmal zur Erfrischung: 4 DSS, 2 Mob. Das ist das Ziel, die Challenge. Wir machen weiter hier. Waffensteine waren nicht so berauschend. 30 und 15. Naja, ein paar Switcherchen haben wir auch gekriegt. Ein Ei ist okay, aber auch nicht, wie gesagt, sehr gut. Weiter geht's mit den nächsten 50 Truhen hier. Direkt mit Waffensteine gestartet. Das gefällt mir. Waffensteine plus wieder eine Flamme, wie verzaubern zweimal hintereinander. Wieder ein Drachenei, ein Großschwert, Mondstein, Titandioxid, noch ein Ei. Okay, Eier haben Bock heute. Eier, Eier, wir brauchen Eier und so. Ihr wisst Bescheid. Ja, Waffensteine. Gott, was ist los mit mir? Waffensteine haben wir auch wieder gekriegt. Ein Großschwert, schauen wir uns das direkt mal an. Ein Teufel-Angriffsspeed. Nein, danke. Das war wohl nichts. Weiter geht's. Nächste 50 Truhen. Waffensteine, Titandioxid, Waffensteine. Waffensteine, Waffensteine. Schlangenfächer, Waffensteine. Okay, Waffensteine haben Bock. Nochmal ein Schwert. Die Ausbeute, die mag ich. Die kann gerne so weitergehen. Da machen wir nie miese. Und irgendwann kommt die Waffe und wir haben richtig Profit. Profit. Wir gucken die Fächer an. Mal schauen. Erste Fächer, 4 DSS Angriffsspeed. Nein. Nächste Fächer. Mob verlangsamt. Nee, danke. Jetzt das Schwert. 3 DSS Schmutz. Okay, das war wohl nichts. Machen wir weiter. Nächsten 50 Touren. Schimmerweiße. Noch ein Ei. Mein Gott, komm, aus diesem 200er-Stack viele Eier dieses Mal. Ist ja verrückt. Nochmal wieder doppelt Waffensteine hintereinander. Richtig wild. Schlangendolche. Okay. Waffensteine. Wir haben richtig viele Waffensteine gekriegt. Also das Deck lohnt sich mal wieder richtig. Wir haben 195 Waffensteine gekriegt. Richtig gute Ausbeute. Gucken wir noch den Fächer an. Zwei Tiere, Schmutz. Und der Dolch. Orks. Ne, danke, brauchen wir auch nicht. Aber noch ein Ei. Wir haben 4 Eier gekriegt. Wahnsinnig gute Eierausbeute. Aber okay, kann man nicht ändern. Wir holen noch kurz den Handschuh raus. Wir haben nämlich diese ganzen Switcher da liegen. Mal gucken. Und wo ist er, der Handschuh? Da ist er. Holen wir den raus. Und jetzt switchen wir das Teil nochmal. Für ein bisschen Nebencontent hier noch, weil wir machen auch was anderes außer Alastotun hier, ne? Ah, geändert. Ein Mädchensteine-Schmutz. Okay, schade. Weiter geht's. Fehlgeschlagen, 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 Fehlgeschlagen. Wie gesagt, diese kleinen Segnungen haben, soweit ich weiß, 10% Chance, dass sie klappen. Und das sieht man auch klar und deutlich bei den Fehlgeschlagenen, obwohl mein Luck schon relativ gut ist bei den Teilen, muss ich sagen. 8 Int, auch nichts Besonderes. 12 Decks? Nee, 12 Hits auch nicht. Schade drum. Hätte ja klappen können. Machen wir natürlich weiter mit nochmal 200 Truhen. Let's go. Steine Schmieds. Wir machen im Übrigen am Ende des Videos auch noch mal ein bisschen Alchemie. Also ihr könnt auch noch ein bisschen Alchemie gespannt sein. Wir werden noch richtig viel Alchemie haben auf Germania. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Wir werden noch richtig eskalieren. Sowohl auch mit Rubine, mit Jade, mit allem Stein. Das verspreche ich euch. Also da könnt ihr gespannt sein. Und es wird irgendwann beim letzten Germania-Video noch ein richtig fettes Giveaway kommen. Also da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Ich will noch mal richtig auf die Kacke hauen. Und halt noch mal ein richtig fettes Giveaway als Danke für euch noch mal raushauen. Ich denke mal, das wird Minimum 200 Won sein, die ich dann verlosen werde auf 3 bis 4 Leute gesehen. Mal gucken, wie das dann laufen wird. Aber dazu dann mehr beim letzten Germania-Video. Sobald die Challenge irgendwann mal abgeschlossen ist und ich Alchemie, ja, mit meiner Alchemie befriedigt worden bin. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ein HM, ein Mob, Schmutzschwert, Klinge, 4 DSS Angriffsspeed, ein Metin. Auch nicht das, was man unbedingt möchte. Wäre das natürlich in der Mitte Mob, wäre das eine schöne Waffe gewesen. Aber so ist sie leider Schmutz. Weiter geht's mit den nächsten 50. Wir starten direkt mit Waffensteine Plus und Waffensteine. Gut. Schmucksteine, Bodenware, Waffensteine Plus. Ja, das Gute ist, die Passierscheine sind immerhin auch verkaufbar im Shop. Also es gibt viele Sachen, die man gut im Shop verkaufen kann, die aus den Gegenständen rauskommen. Auch die Herstellungen. Viele schmeißen die tatsächlich weg, was ich nicht verstehe. Ich habe tatsächlich so gut wie jede Herstellung immer verkauft gekriegt. Dauert zwar ein bisschen, aber sie gehen alle weg. Wenn man eh Platz im Shop hat, nutzt das, ganz ehrlich. Die Klinge ist 4 DSS. Ach Mann, ey, wieder nichts Besonderes. So ein Mist. Egal, ihr wisst, was das heißt. Nächsten 50 Truhen. Juhi. Waffensteine. Waffensteine. Eine Klinge. Ja, noch ein Bogen. Waffensteine. Gut. Mehr bitte. Switcher. Eine Glocke. Ein Glöckchen haben wir gekriegt. Ein Glöckchen. Waffensteine. Eine Schimmerweiße.
Nee, ein Schwert, eine Kralle. Okay, Waffen ist richtig gut, muss ich sagen wieder. Gucken wir die Glocke. Ein Teufel, ein Mob, zwei FKs, Schmutz, Bodenware. Ärgerlich, hätte ein bisschen mehr sein können. Dann hätte ich die sogar verkaufen können. Aber so braucht die keiner. Krallen sind auch Schmutz. Ja, auch nicht gut. Der Bogen, Teufel, Angriffsspeed, nö. Und das Schwert komplett. Nee, danke. Natürlich machen wir dann eventuell gleich weiter, weil ich süchtig danach bin. Aber wir switchen natürlich noch mal ein bisschen den Handschuh. Nee, 12 wird wieder. 12 Prezi, 5 TPA. Ja, gut, ganz ehrlich, das lassen wir erstmal. Also, das kriege ich ein bisschen besser verkauft. Jetzt hoffen wir natürlich auf gute Bonis-Fertigkeitsschaden von Bossen minus 5%. Warum? Mach nur ein Metin. Wenn es wenigstens 6 oder 7 Metins gewesen, hätte man den so verkaufen können. Aber das ist halt, das möchte man halt einfach nicht. Deswegen wird das natürlich weitergedreht. Mal gucken, wird es fürs Erste bleiben oder nicht, ist die Frage jetzt. Fehlgeschlagen, alles fehlgeschlagen. Noch einer, letzte. Nee, es bleibt erstmal so. Okay, schade drum. Vielleicht kriegen wir ihn so verkauft und holen uns einen neuen. Weiter geht's mit den letzten 200 Alastor-Truhen in dem Video. Danach gibt es noch ein bisschen Alchemie. Großschwert haben wir schon gekriegt. Beide Waffenstände, Sorten haben wir auch gekriegt schon. Ja, Götterdrachenrüstung, die ganze Muchware kommt auch natürlich weg. Klinge haben wir auch nochmal gekriegt. Ja, okay. Sieht schlecht aus. Gut, wir gucken nach, was wir gekriegt haben. Die Klinge, ein Teufel, Angriffsspeed. Nee, danke. Das Großschwert, untote Zauberspeed. Nein, danke. Und der Rest ist natürlich Schmutz. Den Bogen hatten wir schon. Ärgerlich, natürlich machen wir weiter. 150 Truhen noch. Die kriegen wir auch noch durch. Und vielleicht beenden wir die Challenge. Mal gucken. Werden wir sehen. Ja. Nix. Gar nix. Wo sind die guten Sachen daraus? Nicht mal Waffensteine. Hallo? Hallo? Waffensteine? Aha. Okay, ein bisschen was am Ende. Immerhin. Sonst wären das ja mal komplette 50 Bruchtruhen gewesen. Das wäre richtig kacke. Aber immerhin am Ende 15 von beider Sorte und eine Schimmerweiße. Waffen kam gar keine raus. Also richtig schlecht. Machen wir direkt weiter mit den nächsten 50. Und die sehen auch wirklich nicht gut aus bis jetzt. Komm mal, Premium Laden, Waffensteine plus, okay, bisschen was. Nochmal Waffensteine plus. Wir brauchen aber normale Waffensteine und Waffen. Hallo. Waffensteine plus nochmal. Aber auch nur 45 Waffensteine plus, das war's bis jetzt. Wahnsinn, keine einzige Waffe. Wir machen direkt weiter. Verrückt. Fast die schlechtesten 100 Alastor-Truhen, die ich je hatte, würde ich sagen. Eieieiei. Come on, gib uns ein bisschen mehr Waffen wenigstens. Noch einmal ein bisschen was schauen hier im Video. Fächer, okay. Ein Fächer. Vielleicht hat er ja zwei Mob 4 FKs, das wäre wild. Waffenstände plus. Ja, das Waffen, also das war wirklich scheiße, muss man sagen. Und der Fächer 2D, ist es ein Mob für ein Prezi. Eieieiei. Gut, das war wohl nichts. Wir ziehen nochmal. Ach Gott, Zäsure 2 Prezi auf plus 1. Crazy. Egal, schmeiß mal Fächer weg, der ist nichts wert. Und wir machen jetzt nochmal ein bisschen weiter mit ein wenig Alchemie. Erster Try, Exo Onyx, bumm, geklappt. Und was für Bonis wird der Onyx haben? Ich bin gespannt. Der Bo Onyx hat für was für Bonis? Er hat Spannung. Blocken, DB reflektieren. Okay, 200 Wonstein, wir haben Profit gemacht, ca. 70 Won. Yay, hurra, bisschen Profit. Ich bin reich. Die Alastatron haben wir damit aber auf jeden Fall nicht rausgeholt, also das steht fest. Vielleicht aber bei dem nächsten Try, ne? Man weiß ja nie. Mal schauen, wir appen als nächstes einen Exe Jade. Der Schlickfell. Super, danke dafür. Da sind die 70 von Profit auch direkt wieder weg. Zu guter Letzt nochmal einen hinterher. Der klappt dieses Mal, was für Bonis wir da haben. Ansonsten sage ich jetzt schon mal: Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Crab Jade. Tigerscots Discord. Haut rein. Euer Assembly.